Hallo Creeper. Tschüss Creeper, und das war jetzt bestimmt laut. Zumindest war es bei mir jetzt auf dem Kopfhörern laut. Ein Abo-Lied habe ich nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht über sowas. Und da lag Zinn. Zinni. Siehst du, apropos. Abos. So, ein Abo-Count oder fast vergessen reinzulegen. Ja, dankeschön. Ah, hier ist bestimmt ein Spawner in der Nähe. So, dankeschön für dein Abo. Zombies. Diesmal keine Kühe geklatscht, sondern Zombies. Lass mal hier bitte schon einer ausleuchten. Nicht, dass noch mehr kommen. Nein, die Datapacks habe ich nicht selber gemacht. Weil so gut bin ich natürlich nicht da drin. Ich spiele sie nur selber herstellen. Da fehlt es ein bisschen so an Verständnis dafür. Deswegen großes Respekt an die, die es erstellen können. Ich habe es unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo man es runterladen kann. So. Nein. Ich möchte gern nicht mein Schwert weglegen. Ich möchte lieber den Lava-Eimer weglegen und das erste Zinn. Ja, Zinn. Ich habe schon ein Skelett. Das sah gerade so aus, als ob da ein Holzblock runtergekommen ist. So, jetzt nehme ich mal die Fackel in die Offhand. Und buddel mich mal hier ein bisschen lang. Und weiter suchen. Wer sucht, der findet. Das wäre es noch, wenn wir jetzt sogar noch Uranium finden würden. Aber das müsste eigentlich, wenn ich es ganz und gar richtig gelesen habe, Höhe Diamanten sein. Und ist halt auch sehr selten. Okay, jetzt muss ich auch noch Eisen mitnehmen. Nicht, dass wir dann noch irgendwann noch mehr Eisen benötigen, als wir schon haben. So. Ja, wer so sagt, weiß nicht, was er machen soll. So, wo geht's denn hier? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Skelett. Okay, es geht leider hier nicht tiefer. Schade. Gut, deswegen die Spitzhacke schneller. Zack. Vielleicht geht es noch an der anderen Stelle weiter. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht geht es hier komplett runter. Die Hoffnung stirbt zuletzt, da ist ein Skelett. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, ist der gut. So. So, ausleuchten. Nachdem der Zombie weg ist, erstmal ein Stück Fleisch essen. Jo, am Freitag Sportwoche. Sport, Herbstfest, Entschuldigung. Am Ding ist immer eine Sportwoche. Oh, ich dachte schon hier. Neuer Block? Nö. Ja, morgen vollkommen okay mit dem Herbstfest.
Aber trotzdem, Feste feiern. Komische Höhle. Eine ganz komische Höhle. So, trotzdem nicht das Eisen vergessen. Schlimm. Schlimm mit den Zombies. Ach ja, mit dem Fest, das erinnert mich dann meist immer so an bei uns auf die an die Sportwoche. Kupfer. Und da waren schon die Fackeln zu Ende. Da holen wir erstmal das Kupfer hier von der Decke raus. Sehr schön. Hallo Foxy-Fan 332, so rum. Schön, dass du dabei bist. So ein bisschen auf. Erstmal wieder ein bisschen Kohle abbauen. Wir müssen ja noch Fackeln machen. So. Ach, ich dachte jetzt schon, das war die Silk-Touch-Spitzhacke. Das wäre es jetzt auch gewesen. So, okay. Und sehr, sehr gut. So. Okay, das müsste Gold sein. Regulär. Ja, reguläres Golderz. Okay. Ist besser geworden. Viel besser. So. Nicht verzwagen. Noch mehr andere Erze suchen. Ich kenne mich natürlich, hier verlaufe ich mich wieder mal. Okay, da waren wir. Okay. Geht's hier lang? Ernst ist jetzt hier unter Wasser? Okay, da war anscheinend mal eine Wasserquelle. Okay, wäre mir allerdings lieber, wenn der Magnet auch bei den normalen Erzen funktionieren würde. Könnte man so aus 10 Blöcken Entfernung Erz abbauen und dann ist es meins. Spiel sagt nein dazu. Schlimm. Ganz komische Stelle. Sehr komisch, aber okay. Eieiei. Ah ja, das sind immer diese Schulaufgaben gewesen. Lerne über die Ferien das und das. Oder lies das Buch. Ja, das erinnert einen an diese Zeiten. Wahnsinn. Gut, dass ich aus der Schule bin, da hätte ich jetzt keine Lust mehr dafür. Aber daran muss ich dich ja nicht erinnern. An die Lust. So, geht's hier noch wohin? Nö, natürlich nicht. Okay, nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Kohle ist immer fein. Okay, aber ich denke mal, wir können mit den ersten Sachen arbeiten. Denke ich mal. Am Ende wird es eh nicht so sein. Schönste wird jetzt werden, hier wieder rauszufinden.
Ich und mein Höhleninstinkt sind auf Kriegsfuß. Wollte ich schon sagen, mache jetzt ja kein Buben. Ja, immer dieser Spaß. Das Fun. Der Fun daran, das Lernen. Dass man das lernen darf. Okay. So. Dann werden wir uns jetzt so wieder mal versuchen, nach oben zu begeben und halt zu craften. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Daran kann ich mich erinnern, an diese Stelle. Eieiei. Nur wo bin ich hoch rausgekommen? Hier? Ich glaube ja, von hier bin ich gekommen. Ich glaube es nur. Nö. Tatsache, verlaufen. Im Zweifelsfall grabe ich mich halt raus. Aber ich verzage mal noch nicht. Hier war ich doch gerade erst. Ich und meine Höhlen hier. Wir vertragen uns nicht mehr. Haben uns überhaupt schon mal vertragen? Nein. Ich habe mich immer wieder rausgegraben. Aber gut, sonst hätte ich das Kupfer nicht gefunden. Aha. Ja, okay. Warum so viele Spinnen hier? Sagt euch in meine Höhlen. Naja, Deutsch ist immer so. Aber man muss halt auch gut Deutsch können, um irgendwas Gutes machen zu können. Später mal im Leben. So. Okay, Matt ist allerdings auch nicht so verkehrt. Allerdings brauchen wir später im späteren Lebensabschnitt die hochkomplexen Rechenaufgaben nicht so wirklich. Aber man muss sie halt mal gelernt haben. Falls man doch mal irgendwelche hochkomplexen Rechenaufgaben im Kopf erledigen muss, auf die Schnelle. Aber wenn dir Mathe Spaß macht, ist sowas Feines. Geht's hier weiter? Gibt's hier noch was? Nö. Da waren wir. So. Total verlaufen. Total verlaufen, wie eh und je. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Eisen mit. Dass jetzt kein Creeper hinter mir steht. Okay. Hier ist nichts. Hätte ja sein können. Spiel sagt nein. Da war nichts. Von hier bin ich gekommen. Ja. Ja, es hat nur viele Versuche gebraucht. So.
So. Gut, ich gehe jetzt in keine Höhle rein. Hier lang musste ich. Q, bin ich richtig? Nein, ich bin nicht richtig. So, das ist der Timer. So, wir haben die Höhle verlassen. So, da muss ich hin. Also bin ich doch fast richtig gelaufen. Autsch. Fast richtig, aber nur fast. Genau, scharf. Dann mähen wir fleißig weiter. Gut. Och nö. Will hier kein Creeperloch stopfen müssen. Na, 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 na. Ach, wie ist die Landschaft so grün? Es ist nie was passiert, gar nichts. So. Gut, dass ich die Pfeile doch nochmal in die Gegend gesetzt habe. Und nicht jetzt wahllos, sondern gewollt. Okay. Sehr schön. Das wird auch noch was, das Ganze hier alles umzugraben. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Datapack. Stimmt, die Katzen wollten sie auch upgraden. Die Dorfbewohner bekommen neue Skins und noch einige neuere. Dazu. Ach ja, das wird was. Am besten jetzt sofort soll es kommen. Nicht erst in einem halben Jahr oder so. Das wäre es noch. So, genau, ich brauche mal einen Wrench. Wrench. So, wir brauchen unser Büchlein. Drei Eisen und ein Diamanten. Okay, mit Xbox One kenne ich mich da nicht so aus, mit diesen Updates. Ich hatte es mal eine Weile, mal allerdings nur eine Weile, wo ich mal unterwegs war, beziehungsweise in der Heimat war, habe ich da mal über die PS3 Minecraft gespielt. So, und da haben wir unsere Wrench. Und dann brauchen wir noch das Multimeter. 4 Gold, 2 Redstone und Glas und Eisen. Mal gucken, ob ich merken kann. Das Wichtigste ist, ich muss erstmal ein Glas suchen. Hab ich noch Glas? Ist eine gute Frage. Uiuiui. Aber ich denke mal schon, ich werde irgendwo noch ein bisschen Glas haben. Im Notfall brenne ich mal ein bisschen was. Sandmäßiges, so ein bisschen hier. Daylight-Sensor? Nein, die brauche ich jetzt nicht. Ich bräuchte einen Glasblock. Dankeschön. Jetzt noch ein bisschen Gold. Goldige Angelegenheit. Ein bisschen Eisen, noch ein bisschen Redstone. Redstone haben wir aber in der anderen Kiste noch. Und wir nehmen den hier. 4 Gold. 2 Eisen, Glas, Redstone. Ich dürfte es hinbekommen. Das Multimeter. Aber gut, dass es so ein Büchlein hier gibt. Sonst wäre ich komplett aufgeschmissen.